Und ich möchte das nochmal zum Punkt machen, Subhanallah, das regt mich so auf jedes Mal. Und das scheint einfach nicht durchzugehen. Ich rede tagtäglich mit Muslimen, die auch bestimmte Positionen eingenommen haben. Man versucht jetzt in Deutschland, mashallah, man versucht in Deutschland eine Imam-Ausbildung zu machen. Okay? Man versucht, Imame auszubilden in Deutschland. Weil man gesehen hat, man kann natürlich keine Imame aus der Türkei einführen, das geht nicht mehr, das ist auch richtig so. Weil sie, wenn sie aus der Türkei kommen, kommen sie hier an in ein fremdes Land. Sie können sich da überhaupt nicht, sie können sich überhaupt gar nicht zurechtfinden hier, können die Sprache nicht, können unseren Kindern natürlich nicht die richtige Leitung geben. Absolut richtig. Ist die Imam-Ausbildung, so wie Sie es nennen, in Deutschland, wäre das eine Alternative? Ist meine Frage. Was denkt ihr? Wäre das eine Alternative? Erst einmal muss man das definieren. Was heißt Imam? Was hier passiert, ist genau das, was auch in der Türkei passiert ist, was ich stark kritisiere, das nicht islamisch ist. Es gibt keine Imams im Islam. Imam ist derjenige, der vorbetet. Amama, davor. Jemand, der in dem Moment vorbetet. Gestern Abend war ich der Imam von einem jemand anders. Weil ich gestern Abend zusammen, also ich habe vorgebetet, das heißt der Imam. Imam ist kein Priester. Wann wollen wir das endlich anfangen zu begreifen, zu verstehen? Wir haben keine Priester im Islam. Das heißt, eine Imam-Ausbildung kann es gar nicht geben, weil es keine Imams gibt. Imams ist Imam, mein Sohn kann Imam zu Hause sein bei mir. Nicht wahr? Salat al-Fajr ist ein anderer Imam, Salat al-Dhuhr ein anderer Imam. Asr ein anderer Imam, im selben Haushalt. Wir sind keine Priester. Aber jetzt, wenn wir das so machen, das hat er schon, das hat im Osmanischen Reich schon angefangen. Das Osmanische Reich hat sehr viele Fehler gemacht, ohne Frage. Aber das heißt nicht, jetzt für die Araber, ne? Also da braucht ihr jetzt nicht zu lachen. Es ist halt nicht so, weil die mögen sowas zu hören. Die Osmanen haben Fehler gemacht. Ja, die Araber haben auch viele Fehler gemacht. Die Umayyaden haben viele Fehler gemacht, die Abbasiden haben Fehler gemacht. Aber einer der größten Fehler, den die Osmanen gemacht haben, ist so ein System nach dem byzantinischen Muster einzuführen. Dass wir heute in der Türkei im Grunde genommen Imams haben, die wie Priester behandelt werden. Man geht heute, wenn was ist in der Türkei, ne, hast ein Problem, gehst zum Imam. In Griechenland hast du ein Problem, gehst zum Priester. Das haben wir nicht. Sowas gibt es nicht. Imame, ein Imam ist jemand, der vorbetet in dem Moment. Ich bin kein Priester. Es gibt keine Imame in dem Sinne. Also die Imam-Ausbildung sollte was anderes, irgendwie anders heißen. Die Idee ist eine gute Idee, dass wir Leiter haben der islamischen Umma oder der islamischen Community, wie es hier nennt, sollten wir auf jeden Fall haben. Aber Imame, bitte nennt das was anderes als Imame. Ein Imam ist kein Priester.